What's up, TikTok? Mit diesen Worten begrüßt Tom Cruise die TikTok-Gemeinde. Es ist das erste Video des Schauspielers auf der Plattform. Den Ende Februar hochgeladenen Clip haben bereits mehr als 9 Millionen Nutzer gesehen. Inzwischen gibt es 2 weitere. Aber handelt es sich bei dem Mann wirklich um den echten Tom Cruise? Bei diesem Video handelt es sich um ein sogenanntes Deepfake-Video von TikTok-Nutzer Deep Tom Cruise. Das Gesicht der Person ist computergeneriert und nicht Tom Cruise. Bei Deepfakes handelt es sich um eine Software, die mithilfe möglichst vieler Fotos von der zu fakenden Person gefüttert wird. Da von Schauspielern wie Tom Cruise viele unterschiedliche Fotos aus verschiedenen Blickwinkeln im Internet kursieren, eignen sich Stars besonders für Deepfakes. Ein Algorithmus lernt anhand der Fotos, die Mimik, Augen- und Mundbewegungen der Person exakt nachzuahmen. Anschließend legt das Programm dieses Gesicht als digitale Maske in einer Videoaufnahme über das Gesicht einer anderen Person. Während diese Technologie vor etwa 2 Jahren noch relativ unausgereift war, wird es mittlerweile immer schwieriger, Deepfakes zu erkennen. Schaut man die Videos von Deep Tom Cruise jedoch langsam an oder stoppt sie zwischendurch, werden kleine Bildfehler erkennbar. So verschwindet beispielsweise beim Absetzen der Sonnenbrille ein Brillenbügel für eine Sekunde. Außerdem ist Tom Cruise mittlerweile 58 Jahre alt. Sein Gesicht sieht aktuell deutlich älter aus, wie hier bei einem Dreh zum nächsten Mission Impossible Film im Oktober vergangenen Jahres. Die Person scheint auch etwas größer zu sein als der 1,70 Meter große echte Cruise. Und die Stimme klingt nicht wirklich wie die des Schauspielers. It's all the real. It's one of life's mysteries, sir. Wer hinter den Aufnahmen steckt, ist nicht bekannt. Mittlerweile wurden die Videos vom TikTok-Kanal gelöscht. Internetsicherheitsexperten zeigen sich besorgt über die Entwicklung von künstlicher Intelligenz-Softwares. So fordert Unternehmerin und Cyber-Security-Spezialistin Rachel Toback, Apps wie TikTok auf, Software einzusetzen, die Deepfakes erkennt und als solche kennzeichnet. Deepfakes beeinträchtigen das öffentliche Vertrauen, bieten Kriminellen oder Tätern, die auf Video oder Audio erwischt werden, Deckung und plausible Dementis und werden verwendet, um Menschen zu manipulieren, zu demütigen und zu verletzen. Eine Möglichkeit, Täuschungen wie diese zu vermeiden, wären visuell auffällig verifizierte Accounts von Prominenten, selbst wenn sie auf der Plattform nicht aktiv wären. Nicht verifizierte Accounts wie Deep Tom Cruise stünden dann automatisch unter Fake-Verdacht.